Guten Tag, liebe Mitmenschen, herzlich willkommen. Freitag, der 5. Februar, das ist der Gedenktag der heiligen Agatha, eine der Heiligen, die im ersten Hochgebet, im römischen Kanon, verewigt sind. St. Agatha de Goti, eine schöne, tief interessante Kirche in der römischen Altstadt, in der Suburra, hinterm Trajansforum. De Goti heißt sie, weil der Gote Ricimer sie im 5. Jahrhundert gegründet hat und im 6. Jahrhundert hat sie dann Papst Gregor der Große neu geweiht. Die heilige Agatha gehört aber nach Catania in Sizilien, also der großen Stadt in der Nähe vom Ätna. Dort hat sie in der Mitte des 3. Jahrhunderts gelebt, soll schon von Kind auf wunderschön gewesen sein, deswegen war der Stadtpräfekt also erpicht darauf, sie zu bekommen, als sie ihn ablehnte, weil sie Christin sei, hat er sie einer Kupplerin überantwortet, das heißt auf Deutsch, er hat sie in die Prostitution gezwungen und davon hat sie sich nicht klein kriegen lassen und dann hat er die Schraube angedreht und sie in den Folterkeller geworfen, ihr die Brüste abgeschnitten, so wird sie auch oft dargestellt. Und als sie alles das tapfer und mannhaft ertragen hat, dann ist sie dann am Ende doch umgebracht worden. Als einige Zeit später der Ätna explodierte und die Lava Richtung Catania rollte, da hätten, so erzählt die Legende, die Einwohner von Catania den Jungfernschleier der heiligen Agatha, der bei ihrem Grab war, geholt und seien damit der glühenden Flutwelle entgegengegangen und die hätte im angesichts des Schleiers dieser tapferen Frau dann eingehalten und die Stadt verschont. Also eine schon ganz früh sehr verehrte Heilige. Heilige Agatha. Die Gute heißt das auf Deutsch. Ja, und Bahnlesung ist immer noch Hebräerbrief. Jetzt sind wir dann im letzten Kapitel, im 13. Nach den großen Theologien über die hohe Priesterwürde Christi und den Glauben in der Heilsgeschichte sind jetzt praktische Erwägungen, die aber umso mehr mit uns zu tun haben und uns ansprechen können. Brüder, Schwestern, die Bruderliebe soll bleiben, vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in eurem irdischen Leib. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett bleibe unbefleckt, denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Euer Leben sei frei von Habgier, seid zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott hat versprochen, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Darum dürfen wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, ich fürchte mich nicht, was können Menschen mir antun? Denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben, schaut auf das Ende ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ja. Gastfreundschaft, das ist kulturübergreifend, auch und gerade im Orient und bei unseren muslimischen Mitmenschen eine Ehre, die ganz hoch im Kurs steht und vielen auch mit geringen Mitteln ist es möglich, diese Tugend zu üben. Und ich glaube, dass wir auf den Rat des Hebräerbriefs wirklich hören sollen. Gäste sollen uns so lieb und so heilig wie Christus sein. Und Engel beherbergen wir, ohne es zu wissen, schreibt der Hebräerbrief. Denn Engel haben nicht immer Flügel. Und manchmal stellt man erst im Nachhinein fest, welcher Segen einem ins Haus gekommen ist, durch die Gäste, die man hatte. Wenn der Gast das Haus betritt, betritt Christus das Haus, so heißt ein altes Wort. Denkt an eure Vorsteher,
Das sind jetzt die geistlichen Vorsteher in der Gemeinde und da möchte ich ganz demütig für mich selber bitten, dass sie uns nicht vergessen, selbst dann, wenn unser Glauben nicht nachahmenswert ist, sind wir doch auf das Gebet der Gemeinde angewiesen. Und dann am Ende heißt es tröstlich und immer wahr, Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Mag alles drunter und drüber gehen, so bleibt er doch derselbe und der bleibt bei uns und für uns. Und er segne und behüte sie alle.